Auf den Pariser Haute Couture-Schauen präsentiert Jean-Paul Gaultier eine Kollektion, die an Trachtenmode erinnert und die das typische Matrosenmuster zurück auf den Laufsteg bringt. Der sogenannte Coiffe Bigoudin, ein Merkmal der bretonischen Trachtenmode, ist ein wesentliches Element der Gaultier-Kollektion. Der lange, extrem schmale Hut in blau-weißen Streifen lässt sich während der Laufstegpräsentation immer wieder finden und bildet somit einen roten Faden. Jean-Paul Gaultier war noch nie ein Freund von simplen Dingen und so zeigt er extrem runde Formen, folkloristische Stickereien mit Swarovski-Kristallen und dekadente Goldelemente. Auch das Make-up ist extravagant. Dunkelbetonte Augen mit einem gerade verlaufenden Kajalstrich sorgen für Dramatik. Die Lippen hingegen erscheinen dezent. Üppiger Schmuck wie lange goldene Ohrringe bringen noch mehr Opulenz in die Kollektion, die ohnehin sehr mächtig wirkt. Gaultier setzt auch bei seinen Abendkleidern auf viel Extravaganz. Viele Pailletten, die wiederkehrende runde Form, asymmetrische Schnitte und Transparenz bestätigt einmal mehr, warum der französische Designer als Enfant terrible der französischen Mode gilt. Vor allem das Finalkleid mit Schleppe sorgt für viel Aufsehen und beweist, dass die Haute Couture-Kollektion von Jean-Paul Gaultier Trachtenmode, höchste Schneiderkunst und Ideenreichtum vereint. Ob man sie mag oder nicht, der Franzose schafft es immer wieder, für Gesprächsstoff und Diskussionen zu sorgen.